Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Illusion of Time. Und im letzten Part haben wir erfolgreich den Wolkengarten geklärt, alle Kristallkugeln gefunden und können uns jetzt zum finalen Raum aufmachen. Ja, man könnte fast sagen zum Curry King, denn hier riecht es verdammt nach Bossfight. Ja. Hier ist er auch schon, das ist Viper, ich glaube so heißt er ja. Der harmloseste Boss im Spiel. Er macht zwar ein bisschen Schaden, aber so wirklich, was könnte der nicht? Kann uns zwar mit Vic Hustenbonbons beschmeißen, aber da ich nicht wirklich krank bin, hilft das nicht wirklich. Es ist zwar nett von ihm, dass er sich so Sorgen um unseren gesundheitlichen Zustand macht, aber ja, das war's auch schon, er ist tot. Muss ich mehr sagen? Ich glaube nicht. Du hast den mächtigen Dämon bezwungen. Sieh dort, eine der Statuen. Ja, mächtig liegt hier in diesem Fall auch wieder im Auge des Betrachters. Aber egal, er hatte eine Statue dabei, also will ich mich nicht beschweren. Auch wenn ich immer noch nicht weiß, wozu die Dinger gut sind. Vielleicht kann ich dir einen Hut draus basteln. Juhu, ja. Die Festung stürzt zu Boden. Was macht Fredan? Er verwandelt sich in Will. Warum? Weil er nicht sterben möchte. Er überlässt Will seinem Schicksal. So muss das sein. Richtig männlich, dieser Akt von ihm. Plötzlich ertönt aus dem Nichts eine vertraute Stimme. Es ist Nils Stimme. Will, du stürzt auf die Erde. Nein! Ernsthaft? Du riechst nach Kompost! Versuch dich am Flugzeug festzuhalten, ja. Woher er das Flugzeug hat? Das hat er in seiner Tasche gehabt. Habt ihr es nicht gesehen? Das hat rausgeguckt gleich, ne? Ich weiß es nicht. Gut. Dann springen wir mal. Eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Es sei denn, wir wollen auf dem Boden zerschellen in 1000 kleine Stücke. Ist unangenehm, glaube ich. Behaupte ich jetzt einfach mal. Da fallen wir. Oh, das wird schief gehen. Das wird schief gehen. Das... Nein, nein, Lance, halt mich fest. Verdammt. Ich habe ihn verfehlt. Du hast was? Damit ist Wills Schicksal besiegelt. Noch ist es eine gewisse Strecke bis zum Boden. Versuch's nochmal. Ich versuche es. Ich muss ihn kriegen. Ja, so sieht's aus. Sonst gibt's nämlich Flötenprügel. Kannst davon ausgehen. Oh. 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 Gott sei Dank. Puh. Gerade noch so geschafft. Mensch. Tolles Flugzeug hast du da. Ich stell's gar nicht in Frage. Er hat's einfach. Das war verdammt knapp. Mir ist schlecht. Meine Nerven! Ruhe jetzt. Will ist schließlich gerettet. Neil, du bist ein Genie. Diese Erfindung hat Wills Leben gerettet. Noch können wir abstürzen. Lasst uns die nächsten Ruinen ansteuern. Nach den Steinen des Sternbildes heißt unser nächstes Ziel Mu. Auf zum Ozean. Mu liegt irgendwo im Ozean. Klar, ohne Ziel und Plan. Na gut, wir haben ein Ziel, aber mitten im Ozean nach Ruinen zu suchen. Gut, ich habe meine Flöte dabei, also Navigationssystem sollte kein Problem sein. Wenn das Flugzeug hält. Hoffen wir es denn mal. So viel zur Hoffnung. Das ging schnell. Ach, Gott sei Dank, die Fallschirme hat dir dann doch bereit gehalten. Ja, schön. Hä, waren wir nicht zu sechst eigentlich? Oh, hoffentlich hat Kara keinen Fallschirm abbekommen. Wir kamen gerade noch rechtzeitig aus dem Flugzeug. Nie ist ein genialer Erfinder, doch seinen Schöpfungen scheint immer etwas zu fehlen. Naja. Perfekt ist schließlich niemand. Auch nie nicht. Oh. Sind wir sie endlich los? Oder wer hat den Fallschirm nicht bekommen? Erik? Wahrscheinlich haben sie sich am Ende geprügelt um die Fallschirme. Wer ist das nicht? Plötzlich findest du dich in einer riesigen Palasthalle wieder. Das Letzte, an das ich mich erinnere, ist meine Wasserlandung. Wo sind die anderen? Ja, das werden wir jetzt mal untersuchen. Wir sind irgendwo im Ozean in einem Unterwassertempel. Hallo? Seltsam, selbst wenn ich es angreife, geht es nicht kaputt. Ja, hier gibt es Gegner, aber komischerweise kann man die nicht töten. Also, sie werden dann so ein bisschen unsichtbar, ein bisschen durchsichtig. Danach, wenn man dann irgendwo in einem anderen Raum war, sind sie sofort wieder da. Und das ist echt seltsam. Seltsam ist auch, warum wir mitten in so einem Tempel aufwachen. Als ob wir hier hinein verschleppt wurden oder irgendwas in der Richtung. Oh, ich weiß nicht, was hat er gesagt? Verdammt! Ich glaube, er hat gesagt, er mag Currywurst oder irgendwas. Ich hab's nicht gelesen. Vielleicht könnte es ja stoppen. Kara! Will, wo bist du? Was ist geschehen? Ich habe ein rotes Juwel gefunden. Tschüss. Ja, das ist, traurig. Okay. Was geht hier vor sich? Warum sind hier alle unsichtbar? Was? Eine leise Stimme spricht zu mir. Ein düsteres Flüstern. Dies ist der Vampirpalast. Die Quelle in diesem Palast erzeugt ständig neue Dämonen. Vampirpalast also. Mitten im Ozean. Nett. Ja. Wie gesagt, die Gegner kann man hier zwar hauen, aber das bringt irgendwie nicht wirklich viel. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich hier kein Juwel verpasse, denn es gibt drei Stück hier, glaube ich. Oder Mensch! Das ist, wenn man weitergeht. Ich weiß nicht, was er gesagt hat. Stoppt einfach.
Was ist das für ein Ort? So düster und einsam. Mutter, hilf mir! Ja, ich glaube kaum, dass sie ihm zur Rettung kommen wird. Ich glaube, sie weiß noch nicht mal, dass Erik weg ist. Wenn ihr euch erinnert, Eriks Mutter, das war die, die aus dem Kopf geraucht hat. Vielleicht ist sie auch schon irgendwie verbrannt, ich weiß es nicht. Das war irgendwie... Oh mein, die Eltern, die sich geschritten haben, das waren die von Seth, glaube ich, ne? Ja, sowas. Aber Seth, der ist ja auch unauffindbar. Was? Eine leise Stimme spricht zu mir. Ein düsteres Flüstern. Im Keller des Gebäudes findest du die Dämonenquelle. Dort ist der Stein, beeil dich. Dämonenquelle? Dort ist der Stein? Was denn für ein Stein? Kann ich damit irgendwas anfangen? Ach so, ich verstehe. Ich denke mal, das Ziel ist es, dass wir den Stein beschaffen und ihn auf Kara werfen und dann werden alle Leute wieder normal. Das wird sein, genau. Dann probieren wir das aus. Was anderes habe ich ja eh nicht irgendwie. Oh, Lilly! Du bist nicht durchsichtig! Ah! Hey, du hast mich ganz schön erschreckt. Fast wäre mein Herz stehen geblieben. Ich habe Erik in dem anderen Raum gesehen, aber es war sonderbar. Sein Körper ist fast transparent. Ich konnte durch ihn durchsehen. Es schien, als habe ihm jemand seine Seele geraubt. Wir müssen jetzt zusammenbleiben. Wer weiß, was noch geschieht. Oh ja, stimmt, den tollen Löwenzahntrick, den habe ich fast vergessen. Ich ziehe mich in deine Tasche zurück. Mhm. Also los. Lass uns losgehen. Behalte deine Hände aber bei dir. Ja, so viel sage ich schon mal dazu. Okay. Weiter geht's. Komischerweise sind wir die einzigen, die nicht durchsichtig sind. Man könnte jetzt sagen, wir haben ein gutes Immunsystem, aber ich glaube nicht, dass das der Grund ist. Was? Eine leise Stimme spricht zu mir. Der Stein der Läuterung ist im Palast. Der Stein der Läuterung, ja. Moment, gehe ich erstmal nach rechts. Ein Juwel oder zwei. Ein, zwei Juwelen gibt es hier noch. Nee, hier ist nichts mehr. Diese Anlage hier, man muss dazu sagen, das ist noch nicht der wirkliche Dungeon hier, sondern das ist mehr oder weniger so ein kleiner Vordungeon. Und die Gegner, die hier sind, die kann man zwar, also jetzt hier diese komischen Blobs, die kann man zwar töten, aber das bringt nichts. Also, die sterben zwar und wenn man alle tötet, dann... Ne, dann passiert halt einfach nichts. Ne, man kriegt kein Upgrade oder sowas. Lilly spricht aus seiner Tasche. Lilly hat eine Geschlechtsumwandlung hinter sich. Wobei, nee, sie spricht aus seiner, also aus Wills Tasche. Okay, da macht's Sinn. Warte, dort ist ein kleines Loch an der Seite des Sargs. Gerade groß genug, dass ich hindurchpasse. Ich werde hineinschauen. Na, Fredan wird da nicht reinpassen. Da hat sie durchaus einen Vorteil. Ich habe einen seltsamen Stein im Sarg gefunden. Du hast den Stein der Leiterung gefunden. Geil. Lasset uns läutern. Das ist der Stein, von dem diese creepy Stimme spricht. Und wofür der gut ist, wissen wir aber noch nicht. Ich schaffe es nicht, den Deckel zu öffnen. Warte, ja, das kleine Loch, du passt durch, ist okay, ja. Warum stehen hier eigentlich Särge? Hat das was mit den Vampiren zu tun? Seltsam, der Sarg ist von innen verschlossen. Kein Wunder, dass er nicht aufging. Ja. Drei Särge. Also gibt es anscheinend drei Vampire. Ist es so? Wir wissen es nicht. Denn wie man ja es kennt, sind in Vampirpalästen grundsätzlich graue Blobs, die von der Decke fallen. Warum auch immer. Ich glaube, das ist Vampirkot, der zum Leben erweckt wurde oder so. Ich weiß es nicht. Nee. Oh, ich glaube, das ist... Ja, das ist das rote Juwel Nummer 3. Habe ich jetzt 3? Ich glaube, mein Inventar ist langsam ziemlich zugemüllt. Oh ja. Ich könnte ihn mal wegschicken. Das mache ich jetzt auch mal schnell. Zack. Ja. Rotjuwelen. Zack, den. Und wenn ich das nämlich, wenn ich nicht aufpasse, dann kriege ich irgendwann mal ein Juwel und es passt nicht in mein Inventar und dann verschwindet es einfach oder so. So, zack. Gut, dass das System überall funktioniert vom Juwelier. Ich glaube, der ist seiner Zeit weit voraus. Der wird bestimmt mal ein großer Wissenschaftler irgendwie. So. Alle Juwelen losgeschickt. Inventar ist soweit ordentlich. Weiter nach unten zum Meeresgrund. So, was haben wir hier? Hier sind noch mehr Blobs. Aber wie gesagt, ich könnte sie jetzt alle töten, aber es bringt einfach nichts. Also, klar, die droppen jetzt hier so ein bisschen Energie für Leben, aber das ist recht unnötig. So. Sieh, welch eine wundersame Quelle. Könnte eine Verbindung zwischen dem Stein und der Quelle bestehen? Das wissen wir nur, wenn wir es ausprobieren. Also, rein damit, mit dem Stein der Läuterung. Reiz den Stein der Läuterung hoch. Der Stein beginnt zu glühen, verschwindet kurz darauf in der Quelle.
Ja, wie schon gesagt, diese Quelle ist wohl verantwortlich dafür, dass allen Leuten hier die Seelen entzogen werden. Und das ist nicht schön. Deswegen läutern wir das Wasser doch mal. Dann haben wir erstens wieder frisches Trinkwasser und... Na gut, wir müssen Kara dann auch wieder ertragen, aber das ist wichtig. Dass wir zumindest die anderen Leute retten. So, und schon ist es wieder sauber. Hübsch. Ich glaube, hier war sonst nichts mehr. Nee. Okay. Und jetzt müsst... Ja, jetzt sind hier ganz viele Leute. Das sind nämlich genau die Gegner, die eigentlich... wie gesagt, die Gegner, die wir gekillt haben, das sind die Leute. Gerettet, dank sei dir. Ich kam von Freya in diesen Palast und wurde zu einem Dämon. Das heißt, dass alle Dämonen früher Menschen waren? Ja. Auch da hat der Komet, glaube ich, wieder seine Finger im Spiel, wenn er welche hätte. Jetzt kenne ich das Gefühl, dem Tod ins Auge zu blicken. Es ist furchtbar. Ich frage mich, ob die Tiere, deren Fleisch wir essen, genauso empfinden, bevor man sie tötet. Ja, da muss man nicht groß drüber nachdenken, dass Tiere wohl auch Schmerz empfinden können. Traurig, dass man das in Frage stellt, aber okay. So. Einst waren wir Sklavenhändler, doch man sperrte uns deswegen ein. Zu Recht. Doch dann wurden wir an einen Vampir verkauft. Es war grausam. Gut, der erste Schritt zur Rehabilitierung für diesen Sklavenhändler. Moment, nee, hier ist nichts mehr. Trotzdem muss er noch irgendwie anders für seine Sünden büßen. Vielleicht noch ein bisschen Flötenprügel? Ich kann ihn nicht hauen jetzt, ne? Nee, geht nicht mehr. Okay. So kann es geschehen, wenn man auf eine Frau hereinfällt. Die hier? Ein netter Mann fragte mich, ob ich ihn begleite. Dummerweise tat ich es. Ja. Alle Männer sind Schweine, ne? Oder wie sieht's aus? Kannst du mal sehen. Wahrscheinlich wollte er dich in einen Vampir verkaufen oder so. Moment. Bevor ich jetzt zurückgehe... Ah ja, hier ist auch noch einer. Der Mann, der in diesem Sarg liegt, ist mit Sicherheit ein Vampir. Was hat er wohl vor? Also, mit dem, was ich über Vampire weiß, bin ich der Meinung, dass sie euch essen wollen. Klingt weit hergeholt, aber warum sollte man die sonst irgendwo hier aufbewahren? Oder warum haben sie sie dann in Dämonen verwandelt? Ein Vampirpärchen lebt in den Särgen. Sie locken die Menschen her, machen sie zu Dämonen und verkaufen sie dann. Das ist kreativ. Durchaus eine nette Geschäftsidee. Dieser Palast ist mit dem Land Mu verbunden. Die Vampire scheinen hier nach etwas zu suchen. Ja, normalerweise würde man vom Vampir nicht erwarten, dass sie so geschäftstüchtig sind, aber okay. Du bist gerade noch rechtzeitig gekommen. Fast wären wir zu Dämonen geworden. Ja, normalerweise erwartet man vom Vampiren, dass sie vielleicht die Leute essen, ihr Blut saugen oder irgendwas in der Richtung. Nein, sie verkaufen die Leute. Das habe ich auch noch nie gehört, muss ich sagen. Gut, warum nicht? Ich hörte, dass die Vampire sagten, eine Statue sei in Mu zu finden. Eine Statue. Da werde ich doch direkt hellhörig. So, und hier müsste jetzt ein Typ mit einem Schlüssel sein oder so. Irgendwas in der Richtung. Diesen Schlüssel habe ich der Vampirfrau entwendet. Nimm ihn an dich. Gerne. Du hast den Schlüssel zum Zypern behalten. Geil. Das ist gut. Den Schlüssel brauchen wir nämlich, um den Hauptdungeon zu betreten. Das ist da, wo wir am Anfang waren. Und ich hoffe, ich habe nichts verpasst. Ich meine, dass es hier wirklich nur 3 Juwelen gab. Ich bin mir da jetzt nicht sicher, aber ich glaube schon, ja. Auf dem Dachgeschoss des Gebäudes wirst du einen Weg nach Mu finden. Ja, das ist da, wo ich den Schlüssel benutzen muss. Naja, Mu. Ich könnte noch was zu Mu erzählen. Also zumindest das, was ich weiß. Ich weiß nicht so viel. Es ist so... Die meisten von euch werden ja sicherlich Atlantis kennen. Mu hat so ein bisschen so eine ähnliche Geschichte. Mu soll angeblich ein Kontinent sein. Mittlerweile ist die Existenz davon eigentlich... Also er hat nie existiert, das ist so die allgemeine Auffassung. Aber es gibt halt diese Legende von diesem Kontinent, von Mu, dass der existiert haben soll, dass es halt auch irgendwo im Pazifik war. Ich habe den Schlüssel ausprobiert, der dreht sich natürlich und die Tür geht auf, ja. Vor uns liegt Mu, das Phantomland. Ja, und das Land soll wohl irgendwie untergegangen sein. Ich weiß nicht, wodurch. Lilly spricht aus seiner Tasche. Ein Weg wird er uns nach Mu bringen? Höchstwahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich hat da auch Gott wieder seine Finger im Spiel. Er zerstört ja gern mal Kontinente. Oder Türme von Babel. Mu. Lilly und ich betraten Mu. Ich hoffe, man wird uns willkommen heißen. So. Und dieser Dungeon, ich habe Albträume davon bekommen als Kind. Er ist grauenvoll,
wenn man ihn das erste Mal macht. Er ist unglaublich kryptisch teilweise. Und die Gegner sind auch teilweise sehr interessant. Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, das ist ein Golem, der mit seinen Exkrementen wirft. Und das tut auch dementsprechend weh. Hör mal auf damit. Lass mich dich töten. Wie gesagt, also ich habe da durch schlaflose Nächte gehabt in meiner Kindheit, durch diesen Dungeon. Ich hoffe, das wird sich nicht wiederholen. Ich habe das Trauma, soweit es geht, überwunden. Und dementsprechend versuche ich erstmal mein Bestes. Ja. Man kann diese Golems auch irgendwie aggressiv machen. Ich weiß aber nicht wie. Ich glaube, das ist, wenn man ihnen ihre Scheiße klaut oder so. Ich weiß nicht, mit was sie sonst auf einen werfen. Das sind doch wirklich so Exkrement-Golems. So nenne ich sie jetzt einfach mal. So, hier sind so kleine Lücken. Können wir aber noch nicht durch. Ich kann schon mal so viel verraten, dass wir dafür eine neue Fähigkeit brauchen. Und die bekommen wir natürlich hier im Dungeon. Eine der geilsten Fähigkeiten im Spiel, wenn ich das mal so sage. Thrill zumindest. So. Okay, wie viel Zeit haben wir denn noch? Ich überlege gerade noch, ob ich das jetzt schon noch angehen will oder ob ich das... Verkraftet das mein Geist, diesen Dungeon jetzt schon zu machen? Ich habe heute noch nichts gegessen. Ich gebe mein Bestes. Ihr seht auch schon, dass links von uns das alles überflutet ist. Wir müssen hier nach und nach das Wasser ablassen. Moment. Genau, hier sind diese komischen Pflaumenwerfer. Die sind ein bisschen nervig, weil sie sich die ganze Zeit durch die Gegend teleporten und nicht wirklich viel machen. Wenn wir sie einmal treffen, dann porten sie sich woanders hin und lachen uns aus. Aber dann sterben sie auch schon elendig. So sieht's aus. Ja. Ich muss sagen, das erinnert mich so ein bisschen hier von der Nervigkeitsstufe an den Wassertempel von Legend of Zelda. Wobei ich den geil fand, also bei Ocarina of Time. Legend of Zelda, Ocarina of Time, da gab es ja auch den Wassertempel. Den fand ich eigentlich cool, auch wenn er kompliziert war. Zumindest beim ersten Mal. Es ist leer. Ja. Deswegen haben sie auch extra diese Statuen hingestellt, dass sie mich auslachen können, wenn ich die Truhe aufmache. Ja, unglaublich. Man muss dazu sagen, der Dungeon ist eigentlich gar nicht so groß. Aber, wie gesagt, er hat es eigentlich in sich, wenn man nicht zwischen den Zeilen liest teilweise. So, komm mal her. Das ist übrigens so ein kleines Wegbauensding. Das brauchen wir später noch für... ja, man kann da drauf einprügeln, aber... Ja, brauchen wir jetzt im Moment noch nicht. Ist im Moment noch nicht wichtig. So. So, noch ein paar von diesen Kacke-Golems. Habt ihr das gerade gesehen? Der hat sich gerade zu seinem Kollegen umgedreht. Irgendwie. Ah, jetzt ist er sauer. Oh, jetzt ist er richtig sauer. Das hat auch wieder was mit Currysoße zu tun. Ich bin mir sicher. Das ganze Spiel hat irgendwas mit Currysoße zu tun. Oh, ich sterb gleich. Wow, das ist mir ja gar nicht aufgefallen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Okay. Aufpassen. Weil die Gegner eigentlich recht harmlos sind. Ja. Die sterben auch mit einem Hit. Man fragt sich jetzt natürlich, ob das halt auch wieder normale Menschen waren. Oder? Ob das alles irgendwas mit dem Kometen zu tun hat. Ob das alles irgendwas mit der Currysoße zu tun hat. Ich denke schon, dass die Currysoße einen großen Anteil daran hat. Currysoße muss ja nicht immer was Positives sein, doch eigentlich schon. Ich liebe Currysoße. Okay. Oh, die können echt gefährlich sein. Deswegen. Ja, genau, setz dich. Oh. 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 Jetzt wird's riskant. Nein. Jetzt wird's riskant. Ein bisschen aufpassen hier. Oh, nein! Verdammt! Egal, macht nichts. Ich habe ja noch genug Edelsteine. Manchmal sehe ich Orte, an denen ich nie gewesen bin. Vielleicht sind es Albträume. Ja, ich glaube, er wollte darauf auf ein Déjà-vu ansprechen. Okay, liebe Leute. Ich würde sagen, ich beende den Part hier erstmal. Dann werden wir uns im nächsten Part irgendwie durch diesen Dungeon hier durchschlagen. Oder so. Ich gebe mir Mühe, nicht in Panik zu verfallen, dass dieser Dungeon jetzt ansteht. Und ich hoffe, dass ich nicht zu sehr hier rumkrebse. Naja, wird man dann sehen. Wir sehen uns im nächsten Part von Illusion of Time.